Hallo und herzlich willkommen zu Folge 35 des Mac and I Podcasts. Heute hier aufgenommen am 1. Dezember 2022. Wir wollen heute über die Apple Watch sprechen. Es wird Zeit, dass wir mal über die Apple Watch sprechen. Da gibt es ja einige interessante neue Funktionen, die sich die Kolleginnen und Kollegen von der Mac and I Redaktion genau angesehen haben. All das gibt es jetzt in dieser Folge. Ja, bevor wir aber darüber sprechen, wird es auch Zeit, erstmal über einige Veränderungen zu sprechen, die es beim Mac and I Podcast gibt. Erstmal, hallo Leo, grüß dich. Ja, hallo. Ja, Veränderungen beim Mac and I Podcast, bewährtes noch besser machen. Wir haben einiges vor und ja, Leo, was haben wir denn genau vor? Was verändert sich beim Mac and I Podcast? Ja, ab Januar werden wir im 2-Wochen-Rhythmus da sein und eine neue Folge veröffentlichen. Jetzt waren wir ja immer nur alle 4 Wochen jeweils mit einer Folge am Start und das wird sich praktisch verdoppeln, sodass man deutlich häufiger neue Themen hören wird und wir deutlich aktueller auch Sachen besprechen können. Das wird schon mal eine der Hauptänderungen ab Januar sein. Aber das ist ja offensichtlich nicht die einzige Änderung. Genau, wir haben noch ein bisschen mehr in petto. Wir wollen noch ein paar neue Rubriken einführen. Wir wollen interaktiver werden. Also wir freuen uns eben ja auch immer über Feedback, was wir bekommen. Und dafür haben wir auch eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet jetzt. Die lautet podcast@macandi.de. Unter ja, der alle Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörer und Zuhörer uns Feedback geben können zur Sendung, auch Fragen stellen können. Dazu kommen wir später. Und ja, wir freuen uns allein schon über die Antwort auf die Frage, was denn zum Beispiel die perfekte Anrede ist. Lieber du oder lieber sie? Also da machen wir auch einfach mal jetzt nur eine kleine Meinungsumfrage. Oder was meinen Sie, Herr Becker? Ja, also ich bin für Sie und für du zu haben. Perfekt. Ja, das also die Veränderungen, die wir beim Mac and I Podcast haben. Und natürlich nicht zu unterschlagen, es gibt auch eine weitere Veränderung und das ist das Moderationsteam. Wir haben uns so ein bisschen neu aufgestellt. Das sind zum einen Leo Becker und das bin ich, Malte Kirchner. Wir beide moderieren künftig im Gespann zumeist dann den Mac and I Podcast. Also auch das eine kleine Änderung, die sich jetzt ergeben hat. Und ja, gehen wir es an, würde ich sagen. Ja, sehr gerne. Unser Thema in dieser Folge ist ja die Apple Watch. Die Apple Watch, wir haben die Apple Watch Ultra gesehen, die herausgekommen ist, die ja jetzt auch noch um eine weitere wichtige Funktion ergänzt wurde, nämlich mit der nötigen Software. Es geht um das Tauchen, aber es gibt ja auch die Schlaferkennung, die es ja nicht nur bei der Ultra gibt, sondern auch bei der aktuellen Apple Watch und den vorherigen Modellen, wo ja auch ein Ausbau der Funktionen stattgefunden hat. Beide Themenfelder haben die Kolleginnen und Kollegen von Mac and I genauer untersucht für das neue Heft, für die aktuelle Ausgabe von Mac and I, die jetzt im Handel erhältlich ist. Und wir wollen heute mal so einen Einblick nehmen in diese beiden Themen und was sie dabei herausgefunden haben. Und dazu begrüße ich einerseits Inge Schwabe. Hallo Inge. Hallo. Und Sebastian Trepisch. Hallo, grüß dich. Hallo. Ja, wir wollen über die Apple Watch sprechen und ich würde sagen, fangen wir doch mal an beim Thema Schlaftracking. Das ist ja eine Funktion. Wer genau kann die eigentlich nutzen bei der Apple Watch, Inge? Das Schlaftracking an sich kann jeder nutzen, der eine Apple Watch 4 hat, glaube ich, Apple Watch 4 oder auch die SE. Im Prinzip ist Apple da zwar sehr spät eingestiegen, nämlich erst 2020 mit WatchOS 7, glaube ich, was wahrscheinlich auch dem geschuldet war, dass der Akku der Apple Watch ja nicht so super lange durchhält und auch immer die Frage ist, ob der das dann über die Nacht noch schafft. Und deshalb kann man sich auch eine Ladeerinnerung aktivieren, dass die Watch sich abends meldet, wenn der Akku nicht mehr ausreicht. Aber im Prinzip das normale Sleep Tracking, das können dann eben alle ab Watch, alle nutzen, die eine Watch 4 haben, ab Series 4. Ja, und jetzt 2022 mit WatchOS 9 hat Apple dann eben nicht nur aufgezeichnet, von wann bis wann ich schlafe, sondern auch die einzelnen Schlafphasen, nämlich die REM-Schlafphase, wo man die Augen leicht noch bewegt, Raumphase auch genannt, den Leichtschlaf, den Apple allerdings Kernschlaf bezeichnet, weil es auch der größte Anteil in der Nacht ist, und den Tiefschlaf und auch einzelne Wachphasen, wenn man mal wach wird, was man nicht immer mitbekommt. Und das können alle nutzen, die WatchOS 9 und iOS 16 haben. Weil die Health-App ja alle Ergebnisse der Watch widerspiegelt und du brauchst dafür
iOS 16, weil da dann erst die aktuelle Health-Version läuft. Wir gucken uns das mal an jetzt im Vergleich auch mit einer anderen App, die auch so eine Möglichkeit bietet. Was genau sehen wir auf dem Bild, was wir hier gerade zeigen? Das ist jetzt schon das auf der linken, ja genau, wir haben jetzt hier zwei Bilder vor uns, nämlich einmal das Schlafprotokoll von der Apple Watch und zwar so, wie es jetzt neuerdings aussieht. Früher gab es in dem Schlafprotokoll immer nur einen Balken mit leichten Unterbrechungen für die Wachphasen und inzwischen zeigt das Protokoll diese verschiedenen Schlafphasen auch farblich markiert. Lila oder im Diagramm ganz unten ist der Tiefschlaf, der den geringsten Teil eigentlich in der gesamten Nacht ausmacht. Anders, also im mittleren Blau markiert Apple den Kernschlaf oder den Leichtschlaf, der aber tatsächlich den meisten Teil ausmacht oder den größten Anteil hat. Die REM-Phase ist die Traumphase, genau, nochmal in einer anderen Farbe. Und die Wachphasen markiert Apple wie auch andere Hersteller rot. Und das sind meistens nur Spitzen. Das ist jetzt bei Apple relativ wenig. Wir haben im Vergleich dazu im Bild, das werden die Hörer nicht unbedingt sehen, aber im Vergleich dazu kann man bei Fitbit, wenn man da ein Diagramm sich mal anschaut, sehen, dass die Darstellung im Grunde genommen die gleiche ist, dass aber Fitbit sehr viel mehr von diesen ganz feinen Wachphasen hat. Und da konnten wir eigentlich so beim ersten Überblicken schon ahnen, dass Apple da vielleicht nicht das beste Ergebnis liefert, auch im Vergleich zu anderen Herstellern. Ja, du hast dir ja eben nicht nur die Apple Watch allein angeschaut. Das ist ja das Problem bei den Schlafphasen, dass man so die Einschlaf- und die Aufwachzeit, die kann man ja mit einem Gerät noch relativ einfach selbst nachvollziehen und nachprüfen, ja, ob das ungefähr hinhaut. Aber wenn es natürlich wenn es mit den Schlafphasen losgeht, ist ja wirklich die große Frage, wie sinnvoll sind die? Also ich meine, man kann die ja praktisch für sich selbst nicht entscheiden. Okay, da habe ich tief geschlafen, da war ich irgendwie in der Traumphase. Also es ist ja unmöglich, das festzustellen. Das heißt, du brauchst die anderen Geräte und du hattest nicht nur ein anderes Gerät, sondern du warst ja auch mit beiden Geräten dann in einem Schlaflabor, was dich praktisch richtig verdrahtet hat und wo du einen objektiven, wenn man so will, Messwert nochmal außen dabei hattest. Ganz genau. Die Frage war natürlich, ich meine, vieles macht Apple ja tatsächlich auch sehr gut. Auch beim Sport sind sie ja sehr vorbildlich mit dabei und viele Sportler nutzen die Apple Watch gern. Aber hier war natürlich schon die Frage, wie zuverlässig ist das denn dann, was mir die Watch anzeigt? Habe ich da wirklich eine Stunde tief geschlafen oder mehr oder weniger? Deswegen haben wir das mit anderen Geräten verglichen, unter anderem auch mit dieser Schlafmatte von Withings, die unter die Matratze gelegt wird. Und dem Google Nest Hub 2, da das mit einem niederenergetischen Radar misst, da kann ich ganz kurz zu sagen, dass diese beiden super erfassen, wann man schläft und wann man wach ist, aber das Unterscheiden der verschiedenen Schlafphasen, da wären wir jetzt schon ein bisschen zu weit, das Unterscheiden der verschiedenen Schlafphasen gelang bei denen nicht so gut. Aber diese Unterschiede, die wir bei Fitbit und der Apple Watch gesehen haben, genau, da haben wir gedacht, dass welche von beiden ist denn dann die richtige? Das kannst du dann eigentlich letztlich nur im Schlaflabor feststellen. Und das haben wir dann gemacht. Wir waren mit beiden Uhren in einem schlafmedizinischen Zentrum und haben das mit, die nehmen eine, das nennt sich Polysomnographie. Die zeichnen wirklich diese Verdrahtung von mir, das hat man eben auf einem Bild gesehen. Da werden die Hirnströme gemessen, da wird die Muskelaktivität im Kinnbereich, weil die natürlich auch signalisiert, wenn man entspannt. Oder es gab auch Sensoren hier im Bereich der Augen, sodass tatsächlich die Augenaktivität erfasst werden kann. Kaum anders lässt sich natürlich der REM-Schlaf tatsächlich wirklich erfassen. Das, was Smartwatches ja nur schätzen können. Und dann liefert die Polysomnographie eben, ich glaube, bei mir waren es 16 verschiedene Kurven zu allem Möglichen und das wird dann sehr detailliert ausgewertet. Und im Schlaflabor waren sie dann so nett, das wäre jetzt, da haben wir tatsächlich auch ein Diagramm zu erhalten, das wurde uns dann netterweise erstellt. Da haben sie nämlich dann, im Marburger Schlafmedizinischen Zentrum netterweise auch unsere Uhren ausgewertet und das mal mit ihren Ergebnissen gegenübergestellt. Und wenn man diese Diagramme so untereinander liest, sieht das so auf den ersten Blick ähnlich aus, also gerade so, wo so längere Wachphasen oder längere Tiefschlafphasen sind, deckt sich das ziemlich. Aber
Bei genauerem Hinsehen hat die Apple Watch erheblich weniger Tiefschlafphasen erfasst und auch, wie wir das schon vorher im häuslichen Vergleich festgestellt haben, kaum oder nur wenige von den Wachphasen, ich glaube 5 insgesamt, während es bei der Fitbit-Uhr insgesamt waren es, glaube ich, 17 und die Fitbit-Uhr hat auch sehr viel mehr Phasen festgestellt. Also die Apple Watch macht das schon recht gut, aber kein Vergleich zu den tatsächlichen Werten, die ein Schlaflabor liefert. Die Übereinstimmung lag bei der Apple Watch ungefähr bei 2/3, tatsächlich so 66%. Und bei der Fitbit-Uhr 75%, immerhin 3/4, wobei es da genau um die Übereinstimmung, wo tatsächlich die Phasen exakt miteinander übereingestimmt haben. Denn Apple weist auch irgendwo mal eine Tiefschlafphase aus, wo keine ist. Wir haben also nur verglichen, wo es wirklich exakt so ausgewiesen wurde, wie das die Polysomnographie ergeben hat. Und wie nützlich, würdest du sagen, ist dann tatsächlich diese Schlaferfassung? Also kann man die trotzdem gebrauchen? Ist das ein Indikator für einen selbst oder muss das schon eigentlich viel akkurater sein? Wir haben dazu ja auch mit den Medizinern und den Psychologen im Schlaflabor gesprochen. Die Mediziner sagen, ja, das ist, also die waren einigermaßen überrascht, weil sie so einem Wearable am was jetzt nur am Handgelenk sitzt, gar nicht so viel zugetraut hätten. Wir waren ein bisschen enttäuscht, weil wir uns natürlich mehr erwartet hätten. Und sie bezeichnen das eher als einen Trend. Man sieht schon, wie lange man geschlafen hat, unter Umständen auch, wie häufig man wach war, aber dann eben auch nur so längere Wachphasen, nicht diese kleinen, feinen Spitzen. Aber eine große Gefahr sehen tatsächlich auch die Psychologen darin, dass beide Uhren im Tiefschlafbereich deutlich weniger erfasst haben, als tatsächlich vorlag. Der Tiefschlaf ist im Grunde genommen die kürzeste, also wenn man jetzt ihn summiert, die kürzeste Phase, das sind 1-1,5 Stunden ist gut sogar, und normal bis gut 1-2 Stunden. Aber es wirkt natürlich auf einen weniger. Und wenn jetzt so ein Wearable dann auch noch weniger ausweist, als er tatsächlich nur war, kann das ja beunruhigen. Und dazu haben wir dann noch festgestellt, das war allerdings eher bei Google zum Beispiel der Fall oder auch Withings, wenn dann Hersteller hergehen und den Schlaf bewerten, dann kann sich das schon manchmal fies aus. Also Google hat mir dann mal gesagt, hey, du bist zwar zeitig genug ins Bett gegangen, hast aber, ich habe es jetzt wörtlich nicht, aber letztlich habe ich nicht lang genug geschlafen, nicht tief genug geschlafen und das kann dann fast vorwurfsvoll klingen und sorgt garantiert nicht dafür, dass man sich am nächsten Abend wohlig ins Bett legt und denkt, hey, mein Schlaf ist super und bin jetzt gleich weg. Ne? Kann das zu Problemen führen. Und die Gefahr sehen eben Psychologen, die dann auch häufiger mal darauf angesprochen werden. Da kommen dann tatsächlich auch Leute ins Schlaflabor, die sagen, meine Uhr zeigt mir und ich schlafe kaum und wenig und zu wenig tief. Wenn man die dann fragt, wie haben sie denn tatsächlich geschlafen, war es vielleicht gar nicht so schlimm. Wobei, natürlich haben auch Leute wirkliche Schlafprobleme. Aber der Tenor ist, man darf das nicht überbewerten. Man muss wirklich auch auf sich selber hören. Und wenn die Uhr anzeigt, zu wenig tief, zu kurz, kann man das mal so als Maßgabe sehen, um den Schlaf zu verbessern. Aber das ist nicht das Maß aller Dinge im Moment noch. Ja, es ist interessant, dass sich Apple da eigentlich relativ rausgehalten hat aus dem Bewertungsspiel. Also die Schlafphasen haben ja eben am Anfang auch gefehlt. Und da am Anfang war auch Apples Argumentation, eigentlich will man vielleicht gar nicht so genau da reinschauen, weil eben eine eigene Problematik da mitschwingt, wenn du Zahlen hast und dann Empfehlungen gibst, die nicht unbedingt mit der Situation der Person übereintreffen und damit ja auch praktisch zu einer Art Schlafstress führst, die vielleicht nicht super produktiv und hilfreich ist dann für den Einzelnen. Also ich hoffe, dass Apple auch diese Bewegung zu dem, wir Uhren und Telefone sagen dir morgens, wie du dich fühlst, Geschichten, dass Apple da auf Abstand bleibt, weil das ist echt ein heikler Grad. Und wenn man, glaube ich, seine eigenen Daten im Blick halten will und so erstmal die Basisfunktionen natürlich nutzen will, kann das ja interessant sein, aber vielleicht sollte man da tatsächlich dann nicht zu viel reinlesen. Ich meine, die eine Basissache, die ja Leute auch ab, also ich meine, man hat ja zwei Probleme bei der Apple Watch nachts. Das eine ist halt die Akkulaufzeit und das andere ist natürlich, will man halt überhaupt eine Uhr tragen? Ich meine, Sebastian, trägst du nachts eine Uhr beim Schlafen? Mittlerweile ja, allerdings die kleine Apple Watch. Mhm. Okay. Die ist dann doch deutlich leichter. Ja. Also Sebastian, du hattest doch auch die Ultra, hast du die mal nachts angehabt? Die globigste?
Die hatte ich im Urlaub, hatte ich sie dann auch nachts an. Ja, irgendwie merkt man das schon, dass da was am Arm ist. Also wenn man dann, weiß nicht, nachts aufwacht oder so. Also so, ich glaube mehr so im Unterbewusstsein. Also mir ist die für den Alltag schon zu groß. Ja. Ja, ja, ist richtig. Wobei, Leo, du hast recht. Wir sind eigentlich tatsächlich ganz froh, dass Apple sich da so ein bisschen zurückhält. Wir empfinden die Health App ja beide manchmal echt so als Datenpool mit wenig, also man findet nicht alles so leicht und es ist ein riesen Datenpool. Aber an der Stelle vielleicht auch ganz gut, dass Apple da nicht mehr draus macht. Zumindest nicht, wenn es in die falsche Richtung geht dann, ne? Ja. Ja, ist schwierig. Also da muss natürlich auch, ich meine, wenn man natürlich von den die Sensoren und die Algorithmen immer besser und feiner werden und besser arbeiten, dann kann man natürlich vielleicht irgendwann an einem Punkt kommen. Aber gerade bei solchen Sachen, die halt einfach in den Alltag und in persönliche Schlafgewohnheiten eingreifen und halt dann eben ein eigenes Element einspielen, ist es wirklich eine schwierige Geschichte, glaube ich. Aber ich meine, abgesehen von der Schlaftiefe, gab es ja bei dir, Sebastian, eine andere Tiefe, die Apple Watch durchaus auch jetzt messen kann oder zumindest eine Apple Watch messen kann, weil es nur die Ultra ist, die abtauchen kann. Und du bist mit ihr tauchen gewesen. Genau. Also die Tiefe messen kann die Ultra von herein. Da braucht man gar nicht irgendwie eine neue App, sondern in WatchOS ist da die App Tiefe mit integriert. Also diese App Tiefe, die hat nur die Apple Watch Ultra. Ja, genau, da bin ich zu sehen. auf nur 4,3 Metern Tiefe, wie man an der Apple Watch Ultra hier sieht. Also das war dann schon beim Auftauchen und ich habe da meine Hand an der Boje, die nach oben aufgeblasen wurde, damit das Schiff weiß, wo wir sind. Und diese App Tiefe, die zeigt die Tiefe an, wie es der Name schon sagt, auch die Wassertemperatur, wie lang man unter Wasser war. Das sind hier auf dem Bild die 27 Minuten. Die aktuelle Uhrzeit sehe ich noch und was mein tiefster Punkt auf dem Tauchgang war, das sind in dem Beispiel 30,1 Meter und aktuell, also dieses Foto habe ich in 28,3 Metern geschossen. Das macht die Apple Watch aber noch nicht zu einem Tauchcomputer und da fehlt nämlich ein zentrales Element, die Berechnung der Nullzeit. Also im Gegensatz zu Fitness-Tracking, wenn ich jetzt da im Wald laufen gehe, da ist es halt nett zu erfahren, wie lang und ich unterwegs war und vielleicht noch wie stark ich mich angestrengt habe. Beim Tauchen, Tauchcomputer, das ist eigentlich ein Muss. Also in manchen Ländern ist es sogar vorgeschrieben, dass man einen Tauchcomputer trägt, denn der menschliche Körper ist für den Druck nicht so ausgelegt oder für die Druckänderungen und deswegen muss man halt ein paar Sachen beachten, dass man sich in einer größeren Tiefe, also jetzt 30 Meter zum Beispiel, nicht ewig aufhalten darf und dann auch nicht allzu schnell wieder auftauchen darf. Und ein Tauchcomputer, der berechnet eben die Zeit, wie lange man sich in dieser Tiefe jeweils noch gerade aufhalten darf, wie viele Minuten. Wenn ich zu lang unten bleibe, dann muss ich zwischendrin beim Auftauchen Stopps einlegen. Dekompressionsstopps heißt das. Und beim Auftauchen, also beim wieder hochgehen, da gibt's auch einen Alarm, wenn ich zu schnell nach oben gehe. Und das kann die Apple Watch von alleine nicht. Und dafür gibt es jetzt eben eine neue App, die Oceanic App. Und die kann was genau und was kostet die? Da muss man ein Abo buchen. Also das ist eine Entwicklung von einem Outdoor-Spezialisten. Oceanic, die Marke, die stellt auch diverses Tauchzubehör und Tauchcomputer her. Also da hat sich Apple wirklich einen Experten mit rangeholt und ich glaube, das ist dann auch das, was dem Taucher ein bisschen Vertrauen gibt, dass man halt nicht da mit einem Neuling sozusagen tauchen geht, sondern einem Experten auf dem Gebiet. Und diese Uhr, die berechnet eben, wie lange ich in dieser Tiefe bleiben darf, also das, was ich gerade schon über die Dekompressionsstopps erzählt habe, und warnt dann auch beim Aufstieg, also diese klassischen Funktionen von dem Tauchcomputer. Man kann dann auch einstellen oder dafür muss man auch eingeben,
mit was für einem Luftgemisch man eigentlich tauchen geht. Also man greift ja nicht nur immer auf die Mischung, die man hier auf der Oberfläche hat, sondern praktisch ist es dann auch mal auf mehr Sauerstoff zurückzugreifen. Das sind dann Nitrox-Mischungen. Und sowas kann ich dann da einstellen. Und daraufhin ändert die Uhr dann auch die Berechnungen, wie lange ich in welcher Tiefe bleiben darf. Man muss dafür Abo löhnen. Also das ist jetzt keine Funktion, die Apple Watch Ultra von sich aus bietet, sondern man muss dann eben bei Oceanic ein Abo abschließen. Das kostet 89 € im Jahr. Es gibt auch kürzere Zeiträume. Ich glaube, der Monat ist 10,50 €. Kannst du, glaube ich, sogar tageweise machen oder wochenweise. Da haben sich viele aufgeregt, verstehe ich auch. Natürlich 89 € sind eine Menge Geld. Andererseits für jemand wie mich, wenn ich jetzt irgendwie mal eine Woche zum Tauchen gehe, dann reicht mir eigentlich, wenn ich eine Woche abschließe oder einen Monat mal. Und dann relativiert sich der große Preis wieder. Und ich meine, ein Tauchcomputer, ja, da gibt's schon auch welche ab 150 €, bessere dann vielleicht 300, 400 €. Wenn man jetzt die Apple Watch Ultra sowieso hat, dann kommt man da eigentlich sogar günstiger weg. Wenn man die Apple Watch Ultra sich deswegen kauft, dann wird's natürlich schon teuer. Glaubst du denn, dass jetzt nach deiner Erfahrung, dass du beim Tauchen auch wirklich allein auf die Ultra vertrauen würdest, jetzt mit der Oceanic App und dass die tatsächlich einen klassischen Tauchcomputer ganz ablösen kann? Ist das vertrauenswürdig als Gespann genug, um die unter Wasser einzusetzen? Also vielleicht muss ich da noch einschränken, dass die Uhr sich eher für Hobbytaucher und Sporttaucher eignet. Jetzt schon mal nicht für Berufstaucher oder Techtaucher, die dann in größere Tiefen oder nochmal mit anderen Luftmischungen abtauchen. Denn die Apple Watch Ultra ist auch nur bis 40 Meter ausgelegt und wenige Meter darüber hinaus verweigert sie dann auch den Dienst. Für jemand wie mich, der das wirklich nur aus Spaß an der Freude macht und die Fische sehen will. Ich tauche eh nie tiefer als 40 Meter, also da habe ich gar keine Zulassung sozusagen. Für mich wäre die Apple Watch Ultra da schon geeignet. Sie ist auch zertifiziert, also es gibt eine Norm, die klärt die funktionellen und sicherheitstechnischen Anforderungen und fürs Tauchen, und dafür ist die Apple Watch auch zertifiziert. Insofern Es ist eine recht lustige Norm, weil man da irgendwie mit einem Hammer auf die Uhr schlägt und dann mit der Uhr untertaucht. Das ist eine sehr lustige Norm, wenn man die sich mal anschaut. Im Ernst? Ja, also die hat, und es ist sehr genau vorgeschrieben, wie man mit dem Hammer auf die Uhr hauen muss. Also das ist, es ist schon eine ernsthafte Norm, aber faszinierend. Tauchsport ist jetzt auch nicht mein besonderes Themengebiet, insofern für mich sehr faszinierend, solche Details. Muss ein spaßiger Job sein, das zu überprüfen dann, wenn man das als Beruf hat. Aber letztlich muss es ja so sein, dass wenn ich mir dieses Abo schon gönne, muss ich schon auch nur mit der Watch runtergehen können, gefahrlos. Ich meine, man soll ja, glaube ich, immer zu zweit sowieso nur ins Wasser gehen, aber ich muss ja dann nicht, kann ja nicht sein, dass ich dann noch einen Tauchcomputer mitnehmen muss, oder Sebastian? Also Apple schreibt im Kleingedruckten, dass man sich nicht alleine auf die Uhr verlassen soll, sondern immer noch ein Zweitgerät dabei haben soll. Ich habe nicht geguckt, muss ich gestehen, was bei anderen Tauchcomputern steht. Vielleicht steht da dasselbe drin, dass man sich halt nie auf ein Gerät verlassen soll. Also es gibt auch viele Leute, gerade die das eben als größeren Sport machen und da eher ans Limit gehen, für die es gar keine Frage ist, dass sie haben immer zwei Geräte dabei. Also das muss man auch bedenken. Andererseits hat man immer sein Buddy dabei, also man taucht ja nie alleine, und manchmal hat man noch ein extra Tiefenmesser am Finimeter, also da, wo man quasi sieht, wie viel Luft man noch im Tank hat. Also da wäre dann zumindest noch ein zweiter Tiefenmesser dabei. Ich würde die Apple Watch Ultra, wenn sich jetzt nicht in der größeren Praxis noch Probleme herausstellen,
würde ich mich schon drauf verlassen. Ich meine, mit meinem Tauchcomputer auch danach einen Batteriewechsel oder sowas kann auch sein, dass es dann wieder irgendwas passiert. Und dann muss ich halt gucken, dass ich wirklich mein Buddy in der Nähe habe und dass man da nicht an die Grenze geht und dann beim nächsten Tauchgang ein neues Gerät dann dabei hat. Hat sie denn einen spezifischen Mehrwert beim Tauchen? Ich meine, das Display ist ja nun wirklich beeindruckend hell bei der Ultra. Und ich kann mir vorstellen, dass das unter Wasser auch durchaus ein großer Vorteil ist, wenn du halt, also ich meine, selbst auf den Fotos konnte man ja das Display bei dir gut ablesen. Auf den Unterwasserfotos konnte man gut sehen, was da drauf steht. Also das ist ja schon was, was vielleicht beim klassischen Tauchcomputer auch eher mal schwierig ist oder stelle ich mir schwieriger vor. Ja, also es gibt ganz unterschiedliche Modelle. Es gibt welche, die sind so groß wie eine Armbanduhr oder nur ein bisschen größer. Und es gibt welche, die sind so wirklich Zentimeter große Bildschirme dann, also wie so ein iPhone 4 am Arm, so ungefähr. aber die Apple Watch Ultra hat natürlich eins der besten Displays überhaupt von so einer Smartwatch und ist dann auch im Vergleich mit so einem großen Display schneidet die immer gut ab, weil es einfach so eine scharfe Darstellung hat. Also das ist echt toll. Mir hat mein Instructor auf einem Tauchgang dann danach gesagt, er kauft sich die Uhr auch, wenn dann die App da ist. Dann habe ich gefragt, warum? Ja, weil man halt alles so gut, also er konnte es immer, wenn er nebendran war, wunderbar alle Werte ablesen, so, ne? Obwohl ja das Display gar nicht groß ist. Es ist einfach total scharf. Wenn natürlich jemand, hat mir auch jemand bei der Tauchsafari, hatte ich da ein bisschen rumgefragt, hat der eine gesagt, sie hat nicht mehr so gute Augen und sie möchte halt ein wirklich großes Display und für sie käme die Apple Watch Ultra da nicht in Frage. Also auch so ein bisschen, was man haben will, aber, meine Uhr, die ist halt relativ schlecht in der Darstellung und ich muss immer auf den Button drücken, damit dann 3 Sekunden das Licht leuchtet, damit die Zahlen auch beleuchtet sind. Und das ist natürlich dann, gerade wenn die Lichtverhältnisse nicht so gut sind oder dann sogar in größerer Tiefe oder bei einem Nachttauchgang, da ist es dann natürlich ein bisschen nervig. Und das fand ich sehr toll, da mit der Apple Watch Ultra tauchen zu gehen. Was natürlich wichtig wäre, gerade wo wir von der Apple Watch sprechen, die zwar jetzt, wenn die Ultra zwar eine längere Laufzeit hat, aber angenommen, du benutzt sie von einem auf den anderen Tag und gehst dann am nächsten Tag ins Wasser, dass sie dich vorher warnen würde oder zumindest, ich glaube, das springt ja an, die App-Tiefe oder auch die Oceanic-App, sobald du unter Wasser gehst, richtig? Dann müsste im Zweifel eine Warnung kommen, wenn der Akku nicht reichen würde, denn es wäre ja fatal, wenn das ansonsten irgendwo unter Wasser ausgeht. Ja, das stimmt. Also man kann sich den Akkustand anzeigen lassen, auch in der Oceanic-App gibt es dann den unteren Bereich der Darstellung. Malte, kannst du mal die Oceanic-App einblenden, wenn du die Uhren, die da nebeneinander liegen, genau. Also da sehen wir zum Beispiel ganz links und ganz rechts ist die untere Hälfte, ist unterschiedlich. Einmal wird ein Kompass eingeblendet bei der rosa Uhr und bei der anderen die Tauchzeit und noch ein paar weitere Werte. Und da kann ich mir dann auch die Akkulaufzeit mit einblenden lassen. Also da switche ich wie bei der Fitness-App. Wenn ich da an der Krone drehe, kann ich ja die untere Hälfte immer austauschen bei dem Lauf und sehe dann zum Beispiel die Herzfrequenz mit der ich mich oder die Zone, in der ich mich gerade bewege. Und da kann ich eben auch umswitchen und dann mir auch die Akkulaufzeit anzeigen lassen. Aber ja, eine Warnung vorher gibt's nicht. Ist, glaube ich, auch, wenn man dann reinspringt, dann ist es eigentlich eh schon zu spät, ne? Also muss man höchstens dann abbrechen. Gute Vorbereitung ist das halbe Leben. Bei Smartphones ist es ja so, die sind ja unsere wertvollen Alltagsbegleiter auch deshalb geworden, weil sie ja viele Sachen in sich vereinen, die man vorher auf verschiedene Geräte ja getrennt hatte. Also nehmen wir nur mal den Fotoapparat, den man damals noch mitgeschleppt hat und der heute ja viel besser oder mobiler auf jeden Fall im Smartphone eingebaut ist. Bei der Apple Watch Ultra, die ja nun eine ganze Menge kostet, ist es ja nun auch so, dass man sich ja sicherlich dann auch fragt, so will man diese Investition stemmen und so eine Funktion gibt ja nun auch wieder einen neuen Mehrwert. Könnte das so, das ist so eine kleine Meinungsumfrage an euch alle, könnte das der Beginn sein, dass Apple vielleicht so sagt, so modular für bestimmte Sportarten, Betätigungen, dass man da diesen
Baukasten weiter aufmacht, einfach weil da Mehrwerte entstehen und wie Sebastian das ja auch schön herausgearbeitet hat, ja auch einen Tauchcomputer kauft man ja meistens dann oder man scheut diese Investition, wenn man nicht ständig taucht. Aber so hat man ja wirklich die Möglichkeit, fallweise einen Gegenstand, den man sowieso hat, ein Accessoire, erweitern um wichtige Funktionen, die man im Moment braucht. Könnte das ein Vorbild sein? Was meint ihr? Ich glaube, für viele ist ein Argument tatsächlich erstmal die längere Akkulaufzeit und dass überhaupt mal ein etwas anderes Aussehen, vor allen Dingen deutlich sportlicheres Aussehen hat. Taucher adressiert sie zwar gezielt, aber das ist ja jetzt nur ein Teilbereich der Zielgruppe der Apple Watch. Ja, aber das könnte man ja auch zum Beispiel auf andere Sportarten ja vielleicht noch erweitern. Die Sensoren, die geben ja noch viel mehr her, die man da eingebaut hat. Ja, tut sie ja jetzt schon im Grunde genommen. Es gibt ja zum Beispiel diese Sirene. Es ist ja im Grunde genommen auch für alle Outdoor-Sportler oder für Leute, die länger und auch alleine unterwegs sind. Und dann, die Sirene ist jetzt ein Beispiel. Die Kompassoberflächen, die sie da hat, so dass du im Prinzip im Ziffernblatt permanent einen Kompass mitlaufen lässt, das sind ja schon so ein paar Features, die sich konkret an Activity, also an Sportler richtet. Es ist halt faszinierend, dass sie für das Tauchen spezifisch auf einen Drittanbieter, einen Drittentwickler ausgewichen sind für diese, ja, für diesen Einsatzzweck und ansonsten beim Laufen oder Klettern oder halt, ich meine, letztlich vermarktet wird die Ultra ja in drei Schienen vermarktet. Das eine ist Tauchen, also dafür gibt es ja, es gibt ja jeweils ein Armband praktisch. Einsatzzweck ist Tauchen, dafür gibt es ein Armband, es gibt ein Trail-Armband für Laufen und es gibt ein Berg-Armband für Alpin und Klettern, um das mal irgendwie über einen Haufen zu werfen. Und jetzt gibt es halt für Tauchen gibt's spezialisierte Software. Natürlich kann man die mit der Uhr auch seinen Lauf tracken und Kompassfunktionen und so weiter sind auch drin. Aber zum Beispiel, es fehlt halt, also Routenplanung und Navigation fehlt halt der Ultra komplett. Da ist einfach bis jetzt nichts passiert. Und da haben sie sich, also ich meine, es gibt natürlich Apps im App Store, die das übernehmen. Work Outdoors ist so ein Klassiker, der auch wirklich eine vollflächige OpenStreetMap-Karte auf das Display von der Watch bringt und schick aussieht, aber auch Akku verbraucht, auch auf der Ultra merklich Akku verbraucht. Also das sind natürlich Sachen, sind so Leerstellen von der Ultra. Denn Inge, du hast die ja auch getestet, die Ultra, als sie neu eingeführt wurde. Wir sind ja jetzt so, weiß nicht, 2 Monate nach dem Start. Die Ultra ist für mich schon ein bisschen Neuanfang von der Apple Watch. Wie siehst du das nach 2 Monaten jetzt mit der Ultra? Ist die was Neues? Bringt die neues Leben in die ganze Watch? Ja, denke schon auf jeden Fall. Wie gesagt, die Akkulaufzeit, das war zum ersten Mal, haben wir uns nicht drüber unterhalten, dass man irgendwie überlegt, oh, wann habe ich denn die Watch zum letzten Mal geladen? Okay, es war dann auch gerade vorgestern, ist jetzt nicht so lange. Aber das ist ja ein ganz neues Feeling. Ansonsten so viele neue Features. Es ist auch mal eine andere, sportlichere Optik, wo ich aber eben schon einhaken wollte, als du sagtest, so sich mit unterschiedlichen Modellvarianten an verschiedene Sportler zu richten, ist Apple ja auch gar nicht alleine. Garmin macht das ja auch mit seiner Mark. Uhr, die ist im Prinzip für Golfer, für wie heißt das, Nautik irgendwie, für Seefahrer gibt und für Segelflieger mit unterschiedlichen Lünetten, glaube ich. Das ist so ein ähnlicher Ansatz, ne? Ja. Wichtig wäre halt, dass du nicht irgendwie andere dann da abhängst, ne? Also andere Nutzer. Ja, ich glaube, im Moment ist es ja wirklich so, dass die softwareseitig ist ja, bietet ja die Ultra im Moment noch relativ wenig. Wenn wir jetzt mal die Oceanic-App ausklammern und natürlich den Action, den Aktionsknopf, den es halt auf den anderen Uhren bislang nicht gibt, ist ja sonst die Software noch weitestgehend 1:1 mit dem normalen WatchOS, stimmt ja praktisch überein. Es gibt ganz wenige Sonderfunktionen für die Ultra im Moment von an Bordmitteln, wenn man sagt, oder Board-Apps von Apple halt, hat sich noch nicht viel geändert. Ich bin gespannt, ob sie das im Laufe der Zeit noch ausbauen oder ob sie diese Strategie so weiterfahren. Weil ich meine, auch die Kompass-App zum Beispiel hat man ja jetzt bis zurück zur Series 6. Also ist ja diese Kompass-App mitsamt dieser Backtrack-Funktion, wo man praktisch seine Schritte zumindest grob, seine Richtung zurückverfolgen kann und vielleicht wieder zurück zum Parkplatz kommt, wenn man sich verlaufen hat. Das schafft man damit durchaus. Und das ist eine nützliche Funktion. Und es ist ja auch schön, dass die auch auf die älteren Uhren kommt, weil warum auch nicht? Es wäre ja auch albern, das der Ultra vorzubereiten. Ja, wobei das Ziffernblatt ist, glaube ich, der Ultra vorbehalten. Das Ziffernblatt, in dem der Kompass integriert ist. Und eine andere Funktion, die ja wünschenswert wäre für alle Apple Watches, ist diese programmierbare Taste. Das ist ja
bei anderen auch schon gang und gäbe, bei vielen anderen Uhren, dass du mindestens eine Taste hast, der du wenigstens eine spezifische Funktion, eine gerne genutzte Funktion zuweisen kannst. Das ist zwar sogar im Moment noch ein bisschen eingeschränkt, es gibt nur eine Handvoll Funktionen, auch die Entwickler haben da noch nicht die Möglichkeit, die frei zu belegen, aber das kommt sicherlich. Beziehungsweise über Siri oder Shortcut-Funktionen können auch Entwickler da schon dran, da muss ich noch mehr tun. Stimmt, was mich auch mal interessieren würde, Sebastian, die Oceanic-App, ich glaube, du konntest sie ja erst relativ spät testen, aber hat die auch irgendwie zum Beispiel für diesen Funktionsbutton nochmal, konnten die sich da einklinken, den zu nutzen, dass du sagen kannst, ich starte die App auf Knopfdruck? Genau, die kann man auf Knopfdruck starten, ja. Ja, also ich hatte eine Beta-Version, aber die hatte ich dann auch erst nach meinem Tauchurlaub. Also ich habe die Oceanic-App wirklich erst im Schwimmbad dann nur ausprobiert und nicht unterwegs. Aber die Action-Button kann man nutzen. Ich glaube, Malte, dass die Apple Watch schon ziemlich breit aufgestellt ist, gerade im Sportbereich. Also es geht ja auch sowas wie Skifahren. Und da hilft vielleicht dann auch, dass, ich habe es noch nicht ausprobiert, das genauere GPS der Apple Watch Ultra, gerade wenn man halt da so kleine Bögen macht, so, also vielleicht wird es dadurch genauer. Und spannend für Apple wird es, glaube ich, vor allem dann, wenn man eine Zertifizierung braucht, was vielleicht nicht jeder Konkurrent dann so von heute auf morgen nachbauen kann. Also ich denke da eher im Bereich Gesundheit und Medizinanwendungen. Mal schauen, was da noch kommt. Und das Tauchen finde ich jetzt schon echt eigentlich recht speziellen Punkt. Also dass man da diesen Tiefensensor und die Wassertemperatursensor einbaut und sich dann mit jemand zusammentut und dann diese Zertifizierung holt. Da fällt mir jetzt aber so ad hoc auch gar nicht eine andere Sportart ein, wo man sich dann auch normalerweise ein Standalone-Gerät für 400-500 € an den Arm nimmt und da auch eine Zertifizierung bräuchte. Vielleicht gibt's was, aber ich habe gerade keine auf dem Schirm. Ja, aber genau die Richtung zielt auch meine Frage. Also jenseits der Basisfunktion halt vertiefende Zusammenarbeiten, wie wir sie jetzt beim Tauchen erlebt haben und ob das vielleicht auch eine Möglichkeit für die Zukunft ist. Weil es ja auch so ist, und das haben wir ja auch bei der Präsentation der Apple Watch Ultra gesehen, dass dieser gute Ruf von Institutionen, von Leuten, die halt für Qualität stehen, für Apple ja auch wiederum so eine Win-Win-Situation ist. Also Apple liefert ein sehr schönes Gerät und auf der anderen Seite hat man eben dann den Anbieter einer speziellen App, der eben ja auch dann mit seinem guten Ruf dann für Apple so ein bisschen dann einsteht. Also das vielleicht ein Modell mit Zukunft, aber in der Tat ist es natürlich die Frage, und dazu bin ich auch zu wenig Profisportler, um zu wissen, welche Geräte gibt es denn da noch, die da in Frage kommen für so etwas. Also ich glaube, dass im Gesundheitsbereich eben da noch mehr abzuholen ist, mehr Kunden, gerade wenn die iPhone-Nutzer immer älter werden und dann auch sowas wie das Hinfallen, dass es dann Alarm gibt, sowas in die Richtung und dass Apple da noch weitere Sensoren erfindet und baut. Ja, da warten wir ja schon alle auf die Blutdruckmessung, ne? Die aber irgendwie Jahr für Jahr nicht kommt bislang. Ja, es ist halt schwierig. Also ich meine, seit der EKG-Funktion und Herzrhythmusstörung, also spezifisch Vorhofflimmern, seitdem ist ja praktisch kein zertifiziertes, wirklich validiertes Gesundheit. Ich meine, es kam Blutsauerstoff dazu und so weiter, aber die Werte sind nun ja schwankend. Also da gibt es auch Studien, wo das recht gut funktioniert hat, aber meine persönlichen Erfahrungen sind durchmischt. Aber das sind solche Sachen, die und Apple hat auch dafür, also sie bewerben das ja als Lifestyle-Feature und nicht als medizinisches Feature. Zu Recht natürlich, weil es keines ist. Das sind natürlich schwierige Sachen und es sind auch lange Prozesse natürlich, aber wir haben jetzt praktisch seit 2018, seit der Series 4, haben wir keinen großen Sprung mehr bei den Gesundheitsfunktionen gesehen. Also da fehlt der nächste Sprung. Ich bin gespannt, was wir da jetzt nächstes Jahr sehen werden. Mit der Ultra haben sie zumindest eine neue Kategorie eingeführt. Und ich glaube, man muss auch dazu betonen, dass die Ultra, also auch abseits vom Sport- und Outdoor-Markt, dass die durchaus eine tolle Apple Watch ist. Also wer den Preis nicht scheut und früher sich auch vielleicht halt eine entsprechende, also eine von den teureren Materialuhren gekauft hat aus dem Apple-Portfolio, der bekommt halt einen extremen Mehrwert, weil das Display halt fantastisch ist, weil die Akkulaufzeit einfach besser ist als bei den anderen Apple Watches und du halt schon einen Mehrwert hast. Ach, die Tiefe-App ist zum Beispiel hervorragend, um Badewassertemperatur für die Kinder zu messen. Also
hier Ultra-Outdoor-Tipp. Funktioniert auch. Also kann man alles machen. Und das ist schon ganz gut. Aber klar, die großen also Blutdruck ist ja eine Sache. Also ein zuverlässige Blutdruckmesser dauernd zu haben. Und Blutzucker will man natürlich gar nicht erst anfangen, weil das so wirklich ja weltbewegend wäre, wenn du eine zuverlässige Blutzuckermessung am Handgelenk hättest, in nicht-invasiver Form. So weit sind wir ja nun wirklich noch nicht, leider. Aber das mit dem Badewasser nenne ich mal einen kreativen Use Case. Vielleicht haben wir ja tatsächlich auch ja bei den Zuhörern und Zuhörern ja noch Ideen, was man denn mit so einem Temperatursensor noch so anfangen kann und welche Use Cases es dann noch gibt. Oh ja, das wäre cool. Die könnte man ja dann vielleicht auch mal veröffentlichen. Tippstrecke, eine ganz neue Tippstrecke. Genau. Ja, jetzt haben wir eine ganze Menge schon gelernt über die beiden Themen, über die ihr recherchiert habt. Aber am Ende muss ich sagen, mit Blick auf die Artikel, die ich von euch gelesen habe, die in der neuen Mac and I drin sind, kratzt das ja nur in der Oberfläche. Da gibt es noch viel mehr zu lesen. Deshalb an dieser Stelle der nicht obligatorische, sondern gewollte Werbeblock. Das neue Heft ist jetzt erhältlich. Und Sebastian zeigt es uns kurz. Dort finden sich die beiden Themen vertiefend auf mehreren Seiten und noch viele weitere Themen. Das sei an dieser Stelle kurz gesagt. Erstmal danke euch beiden für diese Einblicke. Und Leo, wir kommen zu einem Punkt einer ersten neuen Rubrik, die wir einführen wollen und die wir heute so ein bisschen ankündigen wollen für den Mac and I Podcast. Sie nennt sich Die Frage. Ja, und die Frage ist diesmal natürlich auch im Kontext der Apple Watch. Und zwar ist es eine Leser- und nicht eine Hörerfrage, sondern die kam von einem Leser, der Probleme hatte, dass die Tastatur auf der Apple Watch nicht aufgetaucht ist oder nur noch. Es gibt ja praktisch diese Kritzelfunktion, mit der man Nachrichten beantworten kann, indem man Buchstaben einfach schreibt und man kann natürlich auch Emojis schicken. Und seit der Series 7 ist ja alternativ wirklich eine kleine Tastatur integriert, auf der man durchaus schon auch Wörter mal, also kurze Antworten kann man damit tippen. Das Problem ist, dass diese Kritzelfunktion und die Tastatur halt im Wechsel nur funktionieren und die ist praktisch versteckt, so dass man sieht eben nur eine von beiden Funktionen und um die zu ändern, gibt es ganz unten eine kleine Spitzklammer, die nach oben zeigt, also am unteren Bildschirmrand und muss man einfach diese Spitzklammer unten antippen und kann dann zwischen der Kritzeltastatur und der richtigen Querz-Tastatur wechseln oder auch QWERTY. Also man kann auch Sprachen wechseln in dem Fall. Das ist auch was oft für Verwirrung sorgt, wer zum Beispiel auf dem iPhone mehrere Sprachen benutzt und in einer iMessage-Unterhaltung mit jemandem, mit Freunden die Sprache wechselt. Der Sprachwechsel wird auch auf der Watch vorgenommen. Also wenn man mit spanischen Freunden schreibt und in dieser Unterhaltung dann auf die Uhr wechselt, ist auch die Uhr dann, die Tastatur auf der Uhr auch spanisch. Also wen das verwirrt, die Erklärung ist, die Umstellung erfolgt auf dem iPhone und das iPhone ergibt eben dann und umgekehrt auch. Also man kann die Sprache dann auch über diese Spitzklammer auf der Uhr wieder umstellen auf Deutsch, Englisch oder was man eben an Sprachen eingerichtet hat. Das ist natürlich je nach der Konfiguration unterschiedlich. Super. Ja, das als Beispiel für Fragen auch, die hier an den Podcast gerichtet werden können. Wir haben ja unsere E-Mail-Adresse extra dafür eingerichtet, podcast@macandi.de. Also, falls Fragen da sind, gerne her damit. Wir versuchen sie mit unserer Expertenhilfe dann zu klären und pro Sendung wollen wir dann eine ausgesuchte Frage hier dann eben beantworten. Also immer her mit den E-Mails zu dem Thema. Wir sind schon am Ende angelangt dieser Folge 35 des Mac and I Podcasts. Und man muss ja auch sagen, auch des Jahres 2022. Das ist die letzte Folge für dieses Jahr, die Dezember-Folge. Und wir hören und sehen uns gerne wieder im Januar. Dann ja, wie gesagt, in 2-Wochen-Rhythmus. Ja, wer uns noch nicht auf YouTube abonniert hat, möge das gerne tun oder eben als Podcast, Apple Podcast App und jede übliche Podcast App, die da draußen ist, ist das möglich. Und ja, herzlichen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.